Hallo, liebe Deutschlerner. Es ist Dezember, es ist das Ende des Jahres und bald steht auch schon Weihnachten vor der Tür und dann gibt es viele Feiertage und dann ist auch Neujahr. Das heißt, wir haben viel freie Zeit, ja. Wir haben Urlaub, wir haben Feiertage. Egal, ob du einen Job hast oder in eine Schule gehst oder in die Universität oder so, ne, dann hast du freie Tage. Und die Versuchung ist natürlich, sich zurückzulehnen und nichts zu tun. Und natürlich möchte ich auch, dass du dich ein bisschen über die Feiertage entspannst. Ich möchte dich aber daran erinnern, dass du jetzt Zeit hast, um Deutsch zu lernen. Ja, jetzt hast du Zeit. Nutze sie. Ja, viele von euch haben wenig Zeit und das verstehe ich. Ich habe auch nie Zeit. Ja, aber man muss sich die Zeit nehmen. Und jetzt hast du Zeit. Insofern möchte ich dich dazu ermuntern, diese Zeit auch zu nutzen. Natürlich ein kleines bisschen Entspannung muss drin sein, ja, gerade wenn man mit der Familie Weihnachten feiert oder gemeinsam das neue Jahr begrüßt, ja, zu Silvester. Das ist natürlich schön und gut, das sind zwei Tage und ja, den Rest der Zeit kann man doch auch sehr, sehr, sehr gut nutzen, damit mal so richtig viel Zeit in Deutsch lernen zu investieren und ich bin mir sicher, du wirst dann auch sehr große Fortschritte machst, wenn du einfach mal richtig, richtig, richtig viel Zeit investierst. Okay? Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und falls du ein bisschen Hilfe brauchst, dann kannst du auch jederzeit einen Anruf mit mir planen. AuthenticGermanLearning.com/call. Okay? Bis dann. Tschüss.